Und ich hab's immer noch auf meinem Ball rum. Hallo ihr Lieben, ich dachte, ich gebe euch mal einen kleinen Zwischenstand zu meinen Challenges, wie es aktuell, wie ich jetzt dieses Video hier drehe, aussieht und ob ich es so schaffe, meine Ziele zu erreichen. Und darum geht es heute in diesem Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Ja, wie das immer so ist, hat man Anfang des Jahres immer große Klappe und ich mache dies und ich mache das und ich mache jenes und das und das und das und das und dann am Ende, ihr kennt das vielleicht auch. Ich bin auf jeden Fall ein Mensch, ich habe dann leider immer nicht so viel Durchhaltevermögen, wie ich am Anfang immer denke. Und ich dachte aber, ich gucke mal, wie meine Challenges so aussehen und was ich da so alles schon geschafft habe und ob ich wenigstens 2, 3 vielleicht abschließen kann. Und fangen wir mal an mit der Challenge, die eigentlich am besten aussieht. Und zwar ist das die Pokémon Challenge. Die ist von der lieben Niki Paula gewesen. Und da musste man sich 6 Bücher raussuchen und zu diesen 6 Büchern ein passendes Pokémon finden und das quasi dann so als Team zusammenstellen und diese 6 Bücher halt dieses Jahr lesen. Hier habe ich schon 5 von den 6 Büchern gelesen. Da fehlt aktuell nur noch das Erbe des Flammenmädchens. Das ist der 2. Teil und da hatte ich mir damals Vulpix ausgesucht. Wenn ich das Foto noch finde, blende ich es euch ein. Also diese Challenge, denke ich mal, schaffe ich dieses Jahr, dieses eine Buch werde ich noch lesen. Dann hatte ich mich noch an die Emoji-Challenge rangewagt. Die wurde von Crazy Books, den Two Heads und Lovey Books, glaube ich, ins Leben gerufen. Und da habe ich gerade mal geguckt, hier habe ich 8 von 15 Büchern immerhin schon geschafft. Also das finde ich auch ganz gut. Das ist ein guter Schnitt. Wir haben jetzt Juni und die Hälfte habe ich. Und ich denke mal, die andere Hälfte könnte ich, wenn ich Glück habe, noch hinkriegen, wenn ich es denn schaffe, die ganzen Aufgaben, die Bücher dann halt zu erfüllen. Naja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Falls ich das Bild auch noch finde, blende ich euch die Emoji-Challenge hier nochmal mit ein. Dann könnt ihr euch die Aufgaben nochmal mit angucken. Vielleicht hat ja der eine oder andere Lust und sagt, okay, es sind noch 6 Monate Zeit. Ich habe noch Bock, diese Challenge nochmal mitzumachen. Dann ich haue euch nochmal die Facebook-Gruppen und alles, was ich finde, so dazu in die Infobox. Dann kommen wir mal zu der Goodreads Challenge. Auf Goodreads kann man ja Anfang des Jahres immer festlegen, wie viele Bücher man in diesem Jahr lesen möchte. Ich habe letztes Jahr insgesamt 85 Bücher gelesen gehabt oder 86, irgendwie sowas, und habe mir dann gedacht, gut, dieses Jahr schaffe ich 100. Und ich will gerade mal gucken, wie meine Challenge aktuell aussieht, weil das ist ja das Schöne bei Goodreads, man kann halt alles immer gut verfolgen. Und ich bin aktuell bei 50 von 100. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob es die Kamera scharf stellt. Ich bin jetzt genau bei der Hälfte und das ist doch mega cool. Das heißt, auch diese Challenge, wenn ich dranbleibe und weiter so lese wie bisher, könnte ich schaffen. Da freue ich mich gerade. Ich habe schon 50 Bücher gelesen dieses Jahr. Ist das nicht krass? Ist das nicht heftig? 50! Heiliger Bimba. Dann hatte ich mir ja noch vorgenommen, dieses Jahr endlich Percy Jackson und Harry Potter zu lesen. Percy Jackson haben wir erfolgreich jetzt beendet im Mai und starten jetzt im Juni mit Harry Potter. Und wenn ich sage wir, meine ich mich und die liebe Annika von Annis Bücherlounge. Sie ist ein Potterhead, sie kennt alle Bücher in- und auswendig, aber sie liest sie mit mir trotzdem nochmal. Und das finde ich sehr, sehr cool und ganz lieb von ihr. Und ja, da freue ich mich jetzt auch schon drauf, Harry Potter zu lesen und da wirklich zu starten und dass ich das dann, diese Bildungslücke dann auch weg habe. Und wie gesagt, Percy haben wir schon gelesen, diese Challenge. Ist schon fertig. Und dann hatte ich ja noch die Challenge, alle angefangenen Buchreihen, die ich habe, zu beenden oder halt so weit zu lesen, wie es die Bücher gibt. Ich glaube, diese Challenge kann ich abhaken. Also ich habe schon relativ viele Reihen beendet. Ich habe die Brimson Bleed-Reihe beendet, die Luna-Chroniken beendet, jetzt die Mistral-Reihe habe ich gelesen, die The Darkest Blonden-Reihe habe ich beendet und was war es noch? Habe ich noch irgendwas beendet? Die Obsidian-Reihe habe ich beendet und ja, war es das, glaube ich, auch. Dann habe ich die Elemente der Schattenwelt habe ich noch gelesen dieses Jahr, die 3 Bücher. Also ich habe schon viele Reihen für mich jetzt so beendet, aber ich habe immer noch mega viel angefangen. Und ich weiß, dass ich da aufgrund meines Subs momentan auch nicht so vorwärts komme, wie ich eigentlich wollte. Es ist nervig. Aber ich schaffe auf jeden Fall die Nalini Singh Bücher, die Gestaltmann-Reihe, die schaffe ich dieses Jahr auf jeden Fall noch. Dann schaffe ich auf jeden Fall die Dark Elements Bücher, die seht ihr glaube ich gerade gar nicht. Die schaffe ich dieses Jahr auf jeden Fall auch noch. Und dann will ich auf jeden Fall gucken, dass ich die Everflame-Reihe dieses Jahr noch fertig kriege. Und ja, den Rest lasse ich mich mal überraschen, wie weit ich komme. Ach, ich kann Atip auf jeden Fall noch beenden. Da kommt der 2. Band ja jetzt irgendwann im Juli, glaube ich, raus. Das ist ja auch eine Dilogie, die kann ich dann auch beenden. Aber ich glaube, dieses Projekt muss ich irgendwie als leicht gescheitert ansehen, weil ich einfach zwischendurch so viele andere Bücher noch lesen möchte und nicht immer nur die Reihen fortsetzen möchte.
Also wenn ich ehrlich zu mir und zu euch bin, dann werde ich es nicht schaffen, bis Ende des Jahres alle angefangenen Buchreihen zu beenden. Also das definitiv nicht, weil es sind einfach zu viele. Ich glaube, ich habe mal gezählt in einem Tag, es waren glaube ich 25 Stück. Und es ist einfach nur mega viel. Und das schaffe ich einfach nicht. Und ich glaube, da werde ich sowas von fehlen. Aber wir werden sehen. Das Jahr ist ja noch 6 Monate hin. Vielleicht kriege ich jetzt auch nochmal so einen Umschwung und sage, boah, ich lese jetzt nur noch Reihenfortsetzungen und dann lese ich die alle zu Ende. Ich glaube es zwar nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt und so. Ihr wisst, was ich meine. Zu meinen angefangenen Challenges für 2016 und Reihen und so, was ich beenden wollte oder halt auch nicht. Wir werden es sehen. Und ja, wie gesagt, es sollte wirklich nur eine kurze Info werden, wie so der Stand der Dinge ist. Habt ihr auch Challenges für 2016 angefangen? Und wenn ja, wie ist bei euch so der Stand? Meint ihr, ihr schafft das, was ihr euch vorgenommen habt zu lesen? Oder seid ihr da auch gerade so an dem Punkt, wo ihr sagt, oh, das Jahr ist schon halb rum und ich schaffe das irgendwie nicht? Schreibt es mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Es würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.